Einer, der sich aufgemacht hat, die sinnhafte Welt in der Natur und im Wald zu finden, ist der Musiker Panta du Prince. Ich glaube, das ist immer noch das Gleiche, was die Menschen in den Wald zieht. Das sind Antworten finden auf die Fragen, die uns bewegen, tief im Innern. Und sicherlich kein schlechter Ort, um die zu finden. Seit fast zwei Jahrzehnten vermischt Hendrik Weber als Panta du Prince organische Klänge zu einem einzigartigen Techno-Sound. Damit tourt er durch die Clubs und Konzertsäle der Welt, von Moskau bis nach Sydney. Und nun Brandenburg. Wir sind auf dem Weg in die neue Heimat des Klangkünstlers. Ein kleines Dorf in den Wäldern. Seit drei Jahren lebt der einstige Nomade in einer siebenköpfigen Hausgemeinschaft und bewirtschaftet einen großen Waldgarten. Wir haben angefangen zu gucken, was hier wächst erstmal und was hier schon war. Also ich habe keinen Plan gehabt. Ich wollte nur irgendwann halt mal schauen, ob das nicht möglich ist, dass man ein Stück weit den Keller so voll hat, dass man nicht jede Woche in den Supermarkt fahren muss. Der Musiker beschäftigt sich mit Permakultur. Eine nachhaltige Landwirtschaft im Einklang mit der Natur. Man versucht, mit dem Land zusammenzuarbeiten und reinzulauschen, was das Land, was der Boden möchte und was das Land möchte. Und im Grunde genommen so kooperativ miteinander die Früchte und Gemüse wachsen lassen. Gerade befindet sich alles im Winterschlaf. Hier ist der Mulch mit Blättern und Stroh und hier kann man dann sehen, dass die Erde, hier kann man dieses halt wunderbar, ja, guck mal, mit Regenwurm, super gute Erde. Also mir ist es halt wichtig, dass es kein Programm hat, sondern dass es sich von selbst entwickeln darf, selbst organisiert auch. Also es ist eben nicht viel Arbeit. Alle denken immer, wir haben alle diesen Arbeitsethos, Intus, es geht einfach um Präsenz. Und dann organisiert sich meistens alles von alleine. Das ist wie beim Musikmachen ja auch. Wenn man einigermaßen präsent ist und im Flow ist, dann kommen die Sachen einfach. Also dann geht es wie von alleine. Panta du Prince ist ein ewig Forschender. 2011 sammelt er für das Album Black Noise Naturgeräusche in einem verschütteten Schweizer Bergdorf. Ein paar Jahre später widmet er sich Glocken in jeglicher Form. Jedes neue musikalische Projekt ist ein Experiment. Genauso wie sein Leben auf dem Land. Auf der oberflächlichen Ebene hat sich sehr viel verändert. Aber natürlich die tiefere innere Sehnsucht, die ich in mir habe, die war damals vor 15 Jahren die gleiche, wie sie jetzt ist. Und das ist Erfüllung. Und in verschiedenen Lebensphasen und unterschiedlichen Zeiten drückt die sich unterschiedlich aus. Und jetzt findet sie einen anderen Ausdruck, diese Sehnsucht nach Erfüllung oder nach Ganzheit. Es ist, glaube ich, einfach so eine neue Suche angebrochen, was Leben eigentlich noch sein könnte, außer eben Konsum und Selbsterfüllung über Konsum und so weiter. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, ich glaube, es geht nur in diesen Gemeinschaften, wo sich Leute zusammentun und versuchen rauszufinden, wie Leben einfacher zu organisieren ist. Dass man nicht so viel arbeiten muss. Wenn man mehr Zeit hat, dann auf der Schaukel zu sitzen oder zu schauen, wie die Mohrrüben besser wachsen. Vielleicht ist das ja erfüllend. Für andere Menschen ist es erfüllend, ein Topmanager zu sein und einen Porsche zu fahren, aber selbst die wollen ja auch jetzt aufs Land. Nicht
Neben dem Leben in der Gemeinschaft sucht Weber die Nähe zum Wald. Ein Sehnsuchtsort schon seit seiner Kindheit. Das ist bis heute so für mich, dass ich in den Wald gehe und mich sehr wohlfühle. Also einfach diese rohen Kräfte, die hier um einen rum sind. Guck mal, hier hat ein Baum ein Herz für uns gemacht. Ja, der hat hier ein Herz, sein Herz, hier schlägt's. Seht ihr es? Ja. Ja, und ich meine, das sind halt Lebewesen, die leben halt und die haben eine Ausstrahlung und die haben Charakter und die haben eine bestimmte Wuchsform und zeigen auch dadurch, was unter ihnen passiert. Da gibt es auf jeden Fall tiefere Zusammenhänge und das ist einfach faszinierend für mich. Diese tieferen Zusammenhänge, die Kommunikation zwischen den Bäumen und Pflanzen, beschäftigen Weber schon seit vielen Jahren. Eines Tages entdeckt er auf einer Reise im indischen Auroville zufällig dieses Instrument. Als ich diese Klänge gehört habe, habe ich halt gemerkt, okay, da gibt es eine tiefere Harmonie in diesem Klang, in diesem Stimmungssystem, die mich so beruhigt. Und die meinem Nervensystem, meinem Körper das gleiche Signal gibt, wie das, was ich eben in den Wäldern auch wahrnehme. Das Resultat? Conference of Trees. Als Waldschrat orchestriert Weber eine hypnotische Klangreise. Essentiell war es für mich, zu versuchen, das, was ich wahrnehme, wenn ich in den Wald gehe, zu übertragen in einen anderen Raum. Eine Essenz von dem, was ich erlebe, im Konzertsaal zum Erklingen zu bringen. Wald ist einfach unser Ursprungsort und da entsteht das Leben auf diesem Planeten. Und ich glaube, in so krisenhaften Zuständen besinnt sich meist der Mensch eben auf die Orte, wo er sich geborgen fühlt. Panta du Prince hat seine Antworten hier gefunden und wir nehmen einige Inspirationen mit.